müsst ihr mir verzeihen, wenn ich manchmal einen, ja, ich sag mal, Sprechfehler habe, also so ein Wort etwas falsch ausspreche in der Not oder in der Eile. Weil, ja, das ist schon ziemlich schwer, hier einen relativ flüssigen Sprachfluss hinzubekommen. Und ich meine, Versprecher hat eigentlich jeder mal. Das ist vor allen Dingen in meinem Alter. Ich bin noch nicht so erfahren, was Sprechen angeht. Oh mein Gott, wie sich das anhört. Aber, ja, ich kann zwar sprechen, so ist es jetzt nicht, aber, ja, mir fehlen halt schon ein bisschen Wortschatz. Mein Opa, das merkt man zum Beispiel beim Scrabble. Genau. Mein Opa, der kennt super viele Wörter. Und ja, ich kenne nicht so viele Wörter, weil mein Opa, der lebt jetzt schon über 70 Jahre, fast 80 Jahre auf dieser Erde. Und der hat natürlich schon einiges an Wörtern mitbekommen. Und ja, der mit jedem Buch eigentlich, in jedem Buch gibt es eigentlich ein neues Wort, das man liest. Also, so vom Prinzip her gibt es in jedem Buch ein neues Wort. Und wenn man das dann zusammenrechnet, mein Opa hat sehr viel gelesen in seiner Jugend. Ja, da kommt schon einiges zusammen und, also jetzt nicht genau ein Wort, sondern wenigstens ein Wort, aber es gibt halt neue Wörter in jedem Buch, das ist einfach so. Irgendwo sieht man dann ein Wort, das man nicht kennt, aber dann, ja, wo man eigentlich denkt, dass man das kennt, weil man das auf den Zusammenhang schließen kann, aber es ist, oder es ist einfach nur eine andere Bezeichnung für etwas, was man bereits kennt. Zum Beispiel Eisen und Metall. Na gut, Metall ist jetzt was anderes als Eisen, aber es ist so ähnlich. Und ja, da ist es für uns eigentlich nichts Neues, aber es ist halt ein anderes Wort. Und ja, sowas, ja, da ist mein Opa halt gut drin bei Scrabble. Und er überlegt auch... Boah, zwei! Die Kacke, ey. Kommt her! Wow, 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 wow! Tja. Danke für die Cobblestones und die Erde. Ey. Immer diese Enderman. Aber diesmal schaffe ich ihn. Diesmal schaue ich vorher, ob da irgendwo ein Creeper in der Nähe ist. Nein, kein Creeper, aber ein riesiges Loch. Boah, WTF. Lass mich hoch. Wow, 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 wow. Erstmal Rohstoffe abbauen hier hinten. Das war heftig. Da kommt erstmal so eine Skelettmeute an und ja. So. Nein, du sollst vorspulen. Geht doch. Bam. Borderlands 2 ist draußen. Schade, dass ich keine 18 bin und es mir somit nicht holen kann. Aber Borderlands 2 hätte ich zu gerne. Guck doch das Let's Play von Pizmeat. Ja, ich habe ihn zwar abonniert, aber eigentlich nur, um ihn zu haten. Nee, hin und wieder habe ich einfach mal Bock, mir, ja, einen Let's Play anzusehen, den ich halt nicht so häufig gucke. Deswegen, wenn ihr qualitativ einigermaßen gut seid, könnt ihr mir ruhig mal eine Nachricht schicken. Ich kann mir den ganzen Krambampfel dann mal anschauen. Aber... einziges Kriterium, ihr solltet kein Rauschenmikrofon haben, die Bildqualität sollte relativ gut sein, es sollte nicht laggen, finde ich ganz wichtig, ja. Und ja, vielleicht pushe ich euch ein bisschen, also heißt Daumen hoch oder ich erwähne euch mal in einem Video. Aber nur, wenn ihr gut seid. Sonst nicht, also da braucht ihr nicht sagen, hey Tui, pushst du mich mal bitte? So läuft das hier nicht, ich sag mal, ungefähr mein Standard solltet ihr schon sein. Das sollte eigentlich nicht zu viel verlangt sein, sich ein einigermaßen gut klingendes Headset zu kaufen. Oder zumindest in dem Standard von The Damn Valentine. Und das ist ein anderer Klassenkamerad von mir. Der hat ein relativ gutes Mikrofon und auch ja, ein relativ ruckelfreies Session, zumindest bei Battlefield 3. Und ja... Obwohl, laggen finde ich jetzt eigentlich gar nicht so schlimm. Da ist mir dann doch die Stimmqualität viel wichtiger als das Geruckel. Also, ja. Ne? Wenn ihr eine einigermaßen gute Stimmqualität habt, das sollte halt so der optimale Gesamtmix sein.
Ich habe da jetzt schon seit über einem Jahr drin rumgefallen und ich finde, ich habe mittlerweile einen relativ optimalen, ja, Gesamtmix gefunden. Und wenn ihr mal eine schlechte Session habt, zum Beispiel, dass es da so viel ruckelt oder, ja, was weiß ich, dass ihr mal zu leise seid. Achso. Ja, dann könnt ihr dann halt warten kurz und bis die Session oder bis die Aufnahme komplett hochgeladen ist und dann, ja, könnt ihr mir sagen, hey, schau dir das mal an, weil ich würde jetzt nicht mit meinen schlechten Leistungen prahlen. Das ist immer, naja. Deswegen habe ich jetzt auch darauf geachtet, dass ich einigermaßen gut eingepegelt bin. Ist mir in den letzten Aufnahmen aufgefallen, dass ich etwas zu leise war. Und in Terraria, wenn ihr meinen Terraria-Part aktuell gesehen habt oder die neuen Terraria-Parts schaut, dann, ja. Da bin ich nur so leise, weil Skype hat mich runtergepegelt. Das pegelt mich manchmal runter, so Autopegeling. Ich habe das eigentlich ausgestellt, aber manchmal hat das Spacks und es pegelt mich trotzdem runter. Und das habe ich einfach nicht gemerkt, dass es mich runtergepegelt hat. Und deswegen bin ich da so leise. Ich bin immer noch ein Ticken lauter als der Ingame-Sound. Aber wenn halt Guden spricht, ne, dann, wow. Wow. Dann wird laut. Bei Rick Force sollte ich eigentlich auch relativ gut eingepegelt sein, sag ich mal. Oh, genau das wollte ich vermeiden, dass die Fackel da wegfliegt. So, hier nur das Eisen mitnehmen kurz. So, den ganzen Kram hier mitnehmen. Aua, jetzt habe ich mir das Knie angeschlagen an der Tastatur. Ich sitze nämlich immer, ist famos. Und in letzter Zeit habe ich auch etwas Rückenschmerzen, deswegen sollte ich mich mal ein bisschen gesünder hinsetzen. Wusstet ihr eigentlich, dass man vom Sitzen einen Bandscheibenvorfall bekommen kann? Habe ich auch nicht geglaubt, aber es ist tatsächlich so. Man kann vom Sitzen einen Bandscheibenvorfall bekommen. Finde ich irgendwie ziemlich, ziemlich beschissen. Weil ich eigentlich mehr so der Sitzer bin, anstatt der Steher. Aber naja, egal. Ich habe immer ein Bein, das linke Bein angewinkelt. Heißt, es ist, ich habe es immer neben mir stehen, so dass das Knie auf Ohrhöhe ist. Und wenn ich da nicht aufnehme, klappe ich mein Mikro hoch und lege meinen Kopf dagegen. Aber wisst ihr, das Gehirn ist so schwer bei mir, weil da so viel drin ist, dass, ja, ich muss es einfach ablegen und wie intelligent wie ich bin, habe ich mir da eine kostengünstige Methode rausgesucht. Nee, also, ich weiß nicht, weil das habe ich mir irgendwann mal angewöhnt, seit als ich mein altes Headset noch hatte, war das einfach für mich bequemer, so aufzunehmen. Da habe ich dann wirklich auch so aufgenommen, aber das kann ich nicht, weil mit dem rechten Bein fühlt sich das total komisch an und abgewöhnen kann ich es mir auch irgendwie nicht. Oh Gott. Aber ist ja jetzt egal, interessiert euch ja bestimmt nicht, wie ich hier... Boah, diese Scheiß-Creeper immer. Ja, noch einer! Jetzt hier, SEK oder wie? Gruppen. Meine Fresse, ey. Wisst ihr was? Hier ist meine Müllkippe jetzt mal. So, wunderbar. Nein! Ey, sind die denn nur ganz zu retten? So, ich habe heute übrigens eine Mathearbeit geschrieben. Ja, es war ganz angenehm eigentlich. War jetzt nicht so schwer, wie ich dachte. Es war eigentlich nur Formel einsetzen. Das Übliche halt, ne? Das kennt man ja. Mathe ist eigentlich immer so, man kann das nicht lernen. Meine Mutter meinte, man bräuchte für Mathe eine Begabung. Sprachen ist einfach nur lernen. Ich glaube, sie hat da irgendwie was vertauscht. Ich finde, Mathe, da braucht man keine Begabung für. Wir dürfen eine Formelsammlung benutzen. Da stehen alle Formeln drin. Und da ist dann noch neben so ein Bild bei, was ist. Also jetzt zum Beispiel, wenn wir einen Zylinder ausrechnen wollen oder so, dann steht da, AG ist die der Flächeninhalt der Grundfläche. Das ist für Dummies eigentlich, ne? Und das dürfen wir benutzen. Wir haben einen Taschenrechner, den wir benutzen dürfen. Der kann sogar Brüche. Und, ja, dann dieses Buch. Wir brauchen nicht lernen. Wir nehmen das Buch und den Taschenrechner und rechnen aus. Ich bin heute übrigens auch mit der Mathearbeit fertig geworden.
Es war einfach die letzten Male immer so, dass wir zu wenig Zeit hatten. Das fanden aber alle. Und ja, jetzt bin ich dann heute auch mal fertig geworden. Sie sagte, gebt das jetzt bitte ab. Und in dem Moment habe ich die Lösung der letzten Aufgabe hingeschrieben. Da war ich richtig, richtig, richtig happy. Endlich mal wieder eine Mathearbeit geschafft. Deswegen waren die letzten auch immer relativ schlecht, weil ich dann 3-4 Aufgaben nicht geschafft habe. Oder 2-3 meistens. Ja, weil... sie rechnet immer. Sie ist eine super schnelle Rechnerin, unsere Lehrerin. Sie rechnet das und dann das, was sie gebraucht hat in der Zeit, das mal 2, dann, ja, hat sie unsere Geschwindigkeit. Und ja, sie ist halt, ja, also ich würde mal das schon eher mal 2,5 rechnen oder vielleicht sogar doch mal 3, weil es ist, wisst ihr, sie gibt uns eine Aufgabe und sagt, ich rechne das jetzt mal mit. Und dann, kommt sie immer an und sagt, also ich bin fertig und ihr, ne, und dann sind wir noch nicht mal mit der ersten, also mit A fertig, und dann gibt's A, B, C, D dann noch, und ja, sie meint die Hälfte der Zeit eher eigentlich mal 4, aber mit 2,5, dann hätte ich jetzt auch noch den Namen auf das Blatt schreiben, nee, gut, dann hätte ich den Klausurbogen auch noch richtig beschriften können, wir schreiben ja jetzt auf Klausurbögen. Das finde ich total unsinnig, auf Klausurbögen zu schreiben. Ist da, wir kaufen uns Klausurbögen oder wir reißen einfach 2 Seiten aus dem Heft raus. So zusammen halt. So schön raustackern natürlich dann noch. Sonst rastet sie ja aus. Nee. Aber, was soll ich? Ja, genau. Finde ich total unsinnig, weil, vom Prinzip her. Ups, nee. Falten wir die dann anschließend wie ein Heft. Ah, jetzt geht's. Ja. Warum nehmen wir nicht gleich das Heft, aus dem wir die Seiten herausgenommen haben? Ist doch eigentlich viel, viel einfacher. Aber nein, ja, wir schreiben ja ZEP10 auf der, auf den Dingern. Da muss man sich ja dran gewöhnen. Jesus. Ja, weil man auch in der Oberstufe... Sie hat allen Ernstes Oberstufenschüler, die das Ding falsch falten. Wir müssen dazu komisch falten und die falten das falsch. Die Oberstufenschüler. Dann, ganz ehrlich, wenn sie sowas falsch falten, das ist simples Origami. Knicke ein Blatt in der Mitte und du hast deine Figur. So ungefähr. Na gut, dann noch die Ränder wegknicken. Aber das ist jetzt. Boah. Ja, wenn man in der Oberstufe ist, erwartet man eigentlich schon, dass man das hinbekommt. Ich bin jetzt übrigens in der 10. für die Leute, die es nicht wissen. Und an alle Leute, die, fragen, hey Chewie, wie alt bist du? Da hatte ich in letzter Zeit häufiger mal Anfragen. Ich bin 15, genau. Ich vergesse mein Alter immer, weil es mir eigentlich scheißegal ist, wie alt ich bin, so. Es sei denn, ich bin 18, weil, ja, dann merke ich mir, hey, ich bin mittlerweile 18 und mehr brauche ich nicht.